Cool, divers und, wenn notwendig, auch ein bisschen pervers. Das ist das Klischee-Trash-Festival in der Ankerbrotfabrik in Favoriten. Auch in diesem Jahr möchte dieser Event zu einem besseren Leben für all jene beitragen, die mit Klimakrise, Inflation, Krieg oder den Folgen des Kolonialismus leben oder überleben. Mit unserer Veranstaltung Klischee Trash möchten wir mit viel Selbstironie und Witz zum Denken beim Sprechen, Handeln und Tun anregen. Und das machen wir mit verschiedenen Formaten. Wir haben bei unserer zweitägigen Veranstaltung Performance, Workshop, Konzert, Stand-up-Comedy. Und jede Person macht mit ihrer eigenen Art und Weise Klischees und Stereotypen zunichte. Kulturen in Bewegung ist die Kunst- und Kultureinrichtung am Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation. Wir kümmern uns hauptsächlich darum, Künstlerinnen mit diasporischem Hintergrund sichtbar zu machen, ihnen Plattformen zu geben, schauen, dass sie in Institutionen auch ihren Platz haben und so wie es heute auch zum Beispiel eine Diskussionsveranstaltung hatten, auch Themen zu diskutieren, Anliegen zu diskutieren und hier einfach ja, eine Plattform zu schaffen. Schon am Nachmittag gab es ein Symposium, die Trash Session, mit Diskussionen über das Kuratieren als Kollektiv. Das Abendprogramm ist völlig Klischee-Trash. Es geht um Klischeen hinterzufragen. Sind Klischees gut, sind es nicht gut? Wer kann über wen lachen? Können wir über alle lachen? Können alle über alles reden? Und es gibt Comedian, es gibt DJ, es gibt eine Performance. Es wird schön sein. Das Klischee-Trash-Festival. Comedy, Performance, Concert and Party. Klingt überfordernd? Keine Sorge, Clash Trash macht das mit Stil und ganz viel Humor. Vielleicht auch wieder im nächsten Jahr. Ich dachte, das gefällt euch angesichts der hohen Inflation.